die hat so richtig heftige Hunde. Ich kam gerade aus dem Aufzug mit meinem Hund und dann bellt mich da dieser Hund an, so richtig wow, wow, wow. So richtig ganz laut. Und ja, das hat mich, ich habe mich voll erschrocken. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Jo, ne? So, dale. Gut, ja. Ich habe gerade meinen Rechner neu gestartet. War mit dem Hund raus, musste feststellen, draußen ist es genauso warm hier drin. Heißt, die Abkühlung hat nichts gebracht. Aber mein Rechner ist nun abgekühlt. Und Sensation, ich probiere das Spiel auf Ultra zu spielen. Ist mir nämlich so die Idee gekommen, da ja die Performance verbessert worden sein soll, könnte es nun sein, dass dieses Spiel auf Ultra funktioniert. Ich wollte mir das deswegen mal ein Part lang ansehen, wie das so funktioniert. Und ja. Also bis jetzt läuft es halbwegs stabil. Jetzt habe ich wieder Drops auf 15 Frames. Mal gucken, wie es so weiter im Part verhält. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das halbwegs vernünftig läuft auf Ultra. Wenn nicht, muss ich wieder zurück auf Hoch schalten. Aber nun gut. Ja. Also es ruckelt schon wieder leicht, das ist schon wieder Käse. Aber ich lasse es jetzt mal den Part so durchlaufen, weil ich hatte auch gerade vorhin im Ladescreen ein Standbild. Könnte sein, dass Euro Truck heute wieder ein bisschen Spacks hat. Aber nun gut, ich hoffe einfach, dass das nicht der Fall ist. Und ja, mein Rechner ist übrigens wieder schön abgekühlt, muss ich sagen. Und ja. Heißt, ich habe jetzt auch, während ich weg war, den Kühlakku oben drauf liegen lassen. Mein Internet ist gerade wieder voll ausgelastet, aber da liegt ja auch ein Kühlakku drunter. Ich habe sehr viel Kühlakkus, muss man sagen, sonst hätte ich das gar nicht alles irgendwie managen können. Und ja, wie heißt es jetzt? Ja. Ich lade mir nämlich gerade das letzte Spiel, Assassin's Creed Revelations, aus dem Steam Summer Sale runter. Das hat irgendwie 2,50 gekostet, habe ich gedacht, komm, schlägst du zu, hast du das erste Assassin's Creed. Da kannst du ja nichts falsch machen, bestimmt, wenn dir das erste gefallen hat. Und viele sagen ja, der erste war der schlechteste Teil von allen. Und ja, dann dachte ich mir, komm, kaufst du Revelations jetzt auch mal. Ist halbwegs aktuell. 3 wollte ich nicht. Weil es war erstens 17,99. Damit ein bisschen teuer. Und zweitens leckt das hier. Und drittens fand ich das Setting da nicht so ganz cool. Ich denke wirklich, im nächsten Part stehe ich dann wieder runter auf hoch. Kann ich jetzt allerdings machen, weil sonst eine Asynchronität in der Aufnahme vorhanden ist und ich da jetzt nicht rumhampeln will. Mit, ja, Aufnahme stoppen, ne. Dann leckt es jetzt halt mal ein Part. Interessiert mich auch gerade nicht so, weil ich ja weiß, dass ich das selbst zu verschulden habe. Und dass hier der vorletzte Eurotruck-Part ist, meine ich, oder sogar der letzte. Ich glaube aber der vorletzte. Und ja, ich war ja gerade mit dem Hund draußen, ich muss euch sagen, da bin ich durch den Flur gegangen. Ich wohne ja im 4. Stock. Hier im großen Flur. Ich glaube, ich ziehe einen Flur. Da ist super schön kühl. Aber naja, ich komme raus aus dem Flur und denke mir, boah, ist das wieder warm hier, ne? Und ich bin auch gerade auf dem Balkon gewesen. Also es nimmt sich nicht viel, muss ich sagen. Es ist einfach hier in der Wohnung genauso warm wie draußen. Leider, leider, leider. Finde ich gerade kacke. Naja, aber ist egal jetzt, ne? Hauptsache Euro Truck ruckelt und ja, ne? Wisst ihr Bescheid, ist das Wichtigste. Schön, dass ich mal wieder hier in meinem MAN fahre. Muss ich sagen. Freut mich auf jeden Fall. Und ja, ne? Hoffe, dass das sich jetzt nicht gleich beendet, wieder kurz das Fenster. Weil sonst ist immer blöd hier mit Aufnahme und so. So, wenn ich normal spielen würde, würde mich das kaum stören. Aber bei der Aufnahme ärgert mich das immer. Ah, jetzt hast du wieder 0,0 was weiß ich Sekunden Asynchronität drin. Oder 0, irgendwas. Und das kann, wenn man das öfter im Part hat, schon verstärkt auftreten. Oder man merkt es einfach irgendwann. Und das ist nicht ganz so toll. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder an so einen epischen Canyon. Weil, ja, geil. Boah, das ist ein Augenschmaus. Ich mag das voll. Das sieht so geil aus, ne? Das sieht einfach so geil aus. Jetzt hier auch nochmal auf Ultra. Uiuiui. Ganz schnell wieder hier rein. Knappe Sache. Mindestens kein Unfall verursacht. Ach nee, die Nachbarin kommt. Boah, die Nachbarin ist auch cool.
Die hat so richtig heftige Hunde. Ich kam gerade aus dem Aufzug mit meinem Hund und dann bellt mich da dieser Hund an so richtig, wow, 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 so richtig ganz laut. Und ja, das hat mich, ich habe mich voll erschrocken. Die hat ihre 3 Hunde, hat die gar nicht unter Kontrolle, muss ich sagen. Aber nun ja, ich weiß jetzt nicht, wie die so ist. Ich kenne sie nur halt nur von den Hunden her und da mag ich die ehrlich gesagt nicht so. Aber nun gut. Mich freut halt richtig. Ich höre meinen Rechner gar nicht durch das Headset. Weil der jetzt richtig schön still ist. Einfach mit dem Kühler gut draufgelegt, hat da drin alles schön abgekühlt und ja, ist auch nice. Ich hoffe, jetzt kommt meine Mutter nicht, weil sonst ist es für den Arsch. Weil ich halt eh hier wieder vergesse dann und dann habt ihr da irgendwie ein paar Minuten Stille oder hört meine Mutter oder was weiß ich. Oder ich muss doch rumschnipseln. Wenn ich dann rumschnipsel, dann allerdings auch gleich wieder mit anderen Grafikeinstellungen. Damit ich hier nicht rumlegge wie ein Blöder. 29, das geht doch noch direkt an Maut. So. Ja. Gut. Was kann man denn mal so machen? Erzählen so. YouTube-technisch. Keine Ahnung. Was ist denn heute? Heute sollte wieder LS kommen. Ja, heute kommt LS. Und zwar nicht mit euch, sondern noch mit mir alleine. Genauso wie morgen. Ab nächste Woche gibt es das dann. Also das freut mich, dass ich dann... Ich hoffe ehrlich gesagt, dass ich da mit euch aufgenommen habe. Aber Alex meinte, er könnte da schon. Und ja, ist einfach toll. Alex hat einfach richtig Ahnung von dem Spiel. Na gut, mehr als ich. Ich weiß jetzt nicht. Es gibt bestimmt Leute, die mehr Ahnung haben als er. Aber trotzdem, für mich schon mal toll. Er hat mir auch gezeigt, wie das mit der BGA geht. Da bin ich ganz stolz drauf, dass ich das jetzt alleine kann. Ne? Und ja. Grüße an dich, ne? Das sind so meine Lieblingskommentarschreiber einfach. Die stechen auch raus durch ihre, ja, gute Rechtschreibung. Ich hatte letztens einen Kommentar bekommen. Ja, wer achtet im Internet denn schon auf Rechtschreibung? Und da war ich dann wieder hier mit meiner These. Was ist, wenn dein ehemaliger, oder nicht ehemaliger, sondern dein zukünftiger Chef rausfindet, dass du der bist? Und dann merkt, oh, der schreibt im Internet ja nicht so gut. Geben wir dem mal keinen guten Job oder so. Oder der kann das ja eh nicht gut lesen, weil er ja im Analphabet ist. Oder man hat da so Wesen, man verbaut sich da so vieles mit, wenn das der Chef rauskriegt, dass man da einfach so scheiße schreibt. Also das ist schon, vor allen Dingen im Internet, das sieht das kann jede Person auf der Welt sehen, was ihr geschrieben habt. Nicht wie in einer Deutscharbeit. In der Deutscharbeit sieht das für gewöhnlich nur ihr, eure Eltern, der Deutschlehrer und vielleicht noch ein Kollege, dem ihr die Deutscharbeit zeigt. Mehr aber auch, sonst aber auch keiner. Im Gegensatz zu einem Kommentar auf YouTube. Das sieht die ganze Welt, wenn ihr da einen Rechtschreibfehler reinhaut. Dann, keine Ahnung, sitzt da einer wie ich und lacht sich drüber kaputt. Haha, schau mal, der Sexy Killer Boy 0815 hat, keine Ahnung, nämlich mit H geschrieben oder so. Also, ne, also, jetzt schreien die Leute da draußen schon rum, hey, ne, also, wisst ihr, das ist wirklich so, da fasse ich mir an den Kopf, ey. Ich meine, vor allen Dingen bei nämlich mit H, es gibt wirklich Leute, die mir schon Kommentare geschrieben haben, wo nämlich mit H drin steht. Also, nämlich mit H, da gibt es so einen schönen Merkspruch, auch gut für die Deutscharbeit, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Immer merken, also wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Das ist so wie he, she, it, dat, es muss mit, ne? Schön. Und dann letztens einen Kommentar bekommen. Ja, jeder kann doch die deutsche Rechtschreibung nicht so gut wie du. Ich muss ehrlich sagen, das finde ich schade, dass die keiner so gut kann wie ich. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der Beste in Rechtschreibung. Also es gibt weitaus bessere Leute, vor allen Dingen Deutscharbeiten. Da habe ich relativ viele Fehler drin. Auch vor allen Dingen wegen dem Zeitmangel oder dem Stress, dass das benotet wird. Im Internet, da ist es für mich persönlich sehr einfach, weil, ja, ich nehme mir für einen Kommentar immer Zeit. Also, ich schreibe nie einen Kommentar unter einer Minute eigentlich. Ich überlege mir immer, wie formulierst du das jetzt so, dass das in diesen wenigen Zeichen, die man da hat, 500 Zeichen gibt es ja nur, wie formulierst du das so kompakt, dass der Kerl, der das liest, das versteht? Und dann noch mit einer halbwegs anständigen Rechtschreibung und einem guten Satzbau. Ja?
wie machst du das, ne? Dann schreibe ich meistens irgendwann. Meistens ist es dann weitaus kürzer als die 500 Zeichen, einfach damit das schön kompakt bleibt, ne? Weil lange Kommentare sind zwar schön, aber ich sag jetzt mal so, wenn wirklich jeder so lange Kommentare schreiben würde, dann ist man echt schon lange damit beschäftigt zum Lesen. Macht zum Glück nicht jeder, deswegen finde ich lange Kommentare immer eine gute Abwechslung. Es soll jetzt nicht heißen, dass das schlecht ist, genauso wenig wie kurze Kommentare, aber ja, ich versuche halt immer, mich ein bisschen kompakt auszudrücken oder ja, so, dass man das halt trotzdem noch verstehen kann. Ich denke, das machen lange Kommentarschreiber auch, die versuchen, sich so auszudrücken, dass man verstehen kann. Sie selber denken dann wahrscheinlich, ups, ihre Aussage würde in so einem kurzen Kommentar nicht voll und ganz zur Geltung kommen. Kann ich gut verstehen, habe ich auch manchmal das Gefühl, aber nun gut. Meistens kommt dann doch die Aussage an, die ich schreiben will, mit einem Kommentar und ja, nun gut. Was denn dann noch? Ja, genau. Er meinte dann, jeder kann halt nicht diese gute Rechtschreibung beherrschen, so wie du, ne? Und dann dachte ich mir nur so eiskalt, ja, das ist erstens schade und zweitens ist man ehrlich zu, ja, ich nenne es jetzt mal schlicht, zu blöd, bescheuert, dumm, was weiß ich, die, wie heißt sie, die Autokorrektur von Google Chrome, Firefox oder Internet Explorer hat es mittlerweile, meine ich, auch anzuwenden. Also Firefox hat mit Sicherheit jeder auch von euch auf dem Rechner, und genauso wie Chrome, das sind eigentlich die beliebtesten Browser derzeit in Deutschland. Zur Not ladet euch die runter, die sind derzeit sowieso sicherer als Internet Explorer oder die anderen. Und ja, vor allen Dingen Firefox, nur Firefox ist halt Adblocker und lädt nicht ganz so schnell wie Chrome. Vor allen Dingen, weil Chrome da spezielle Plugins hat, von denen man allerdings besser die Finger lassen sollte, es sei denn, man weiß, was man konfiguriert, so wie ich. Weil ich das in einem Zeitungsartikel gelesen habe, wie man seinen Browser noch effizienter gestalten kann, habe ich dann gemacht. Und ja, deswegen surfe ich jetzt super schnell mit Chrome. Einfach wegen diesen Plugins, die die da drauf haben. Aber wenn man das falsch konfiguriert, kann dann das den Browser zerstören. Nun gut, diese Browser, ach, scheiße, besitzen halt, wie heißt das, Autokorrektur. Rechtschreibprogramme sozusagen. Wenn man da einen Kommentar oder ein Wort hat, ne, was man schreibt und dann da rot unterstrichelt ist, dann heißt es dann, dass das falsch geschrieben ist. Wenn dann, na gut, zusammengesetzte Wörter wie, keine Ahnung, Kaugummikauer, geht ja im Deutschen, kann man so machen. Kennt Chrome natürlich nicht, weil es ein englisches Programm ist und man kann auch nicht alle zusammengesetzten Nomenwörter dort vorschlagen. Aber dann, wenn man denkt, Kaugummikauer, was soll denn daran falsch sein? Dann kann man die Wörter trennen zwischen Kaugummi und Kauer. Kauer wird ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht kennen, weil es einfach ein relativ unbekanntes Wort ist, das es so gar nicht gibt. Aber im Kaugummi, da kann man dann schauen, ist das richtig geschrieben und Kauer, dann, na gut, hat man vielleicht mal einen Rechtschreibfehler. Ist jetzt nicht schlimm, ich sage jetzt auch nie, dass ich keine Rechtschreibfehler habe. Zum Beispiel auf Facebook ist mir letztens erst aufgefallen. Hey, bist du eigentlich blöd oder so? Warum schreibst du Hechseln und nicht Häckseln? Ich habe immer Hechseln geschrieben, weil ich anfangs echt der Meinung war, das wird so geschrieben. Aber jetzt ist mir aufgefallen, warte mal, da wird doch mit CK anstatt mit CH geschrieben. Gut, ja, scheiße gelaufen, ne, sag ich. Aber gut, das sind ein, zwei Rechtschreibfehler, die ich da habe. Vor allen Dingen finde ich das bei Facebook blöd. Da wird diese Autokorrektur nicht angewandt in dem Kommentarbox bei mir. Aber trotzdem, bei YouTube wird es das getan oder tut es das normalerweise. Und ja, bitte nutzt das und achtet auch auf einen vernünftigen Satzbau. Das ist, denke ich, das Wichtigste, weil Satzbau, den solltet ihr vom Sprechen her können. Es sollte jetzt, ich sag jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn man da schreibt, weil wegen oder so. Oder, so typische Fehler halt, ne? Diese Weil-Vergleiche oder, so, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber man sollte schon Subjekt-Verb-Objekt befolgen, damit man, also Straßenverkehrsordnung so ungefähr, SVO, Subjekt-Verb-Objekt, damit man, der Kommentarleser, das einfach einfacher hat, das zu verstehen und nicht erst die Wörter so hinklambustern muss, damit es vielleicht eine gute Aussage gibt, die dann meistens auch noch falsch ist. So, meine Meinung zu dem Thema. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich würde mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung, Kommentar oder was auch immer freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss!